Hat mich sehr gefreut, dass ihr mich gefragt habt, hier mal so kurze Vorstellung zu geben über, warum ist freie Software für uns als FSFE wichtig. Und dann aus dem ersten kürzeren Teil auch noch gebeten worden bin, doch ein bisschen länger noch darüber zu sprechen. Ich werde einfach mal loslegen und freue mich dann auf die Diskussion mit euch. Und ja, werde einfach mal anfangen, erst so ein bisschen warum freie Software für uns wichtig ist und dann auch eine kurze Vorstellung, was sind so die verschiedenen Themen, an denen wir so als FSFE arbeiten. Für mich ist damals mit so losgegangen für freie Software, dass ich technisch mich sehr dafür interessiert habe, mit freier Software angefangen habe, technische Probleme zu lösen, dann nach und nach eben auch gesehen habe, dass das auch ein sehr politisches Thema ist. Das war dann auch so eine Zeit, in der ich dann gerade in der Schule das auch nochmal vertiefter hatte. Wie ist so eine Demokratie aufgebaut? Wir versuchen, Gewalten zu verteilen. Wir haben dann eine Legislative, eine Exekutive, eine Judikative. Wir haben verschiedene Ebenen. Und dort ist dann eben dann auch die Macht dann verteilt. Also in so einem System, wir wählen einen Präsidenten und der hat dann die Kontrolle über verschiedene Elemente des Staates. Und ja, da ist dann oft so ein bisschen die Vorstellung, dass das dann so aussieht. Da ist oben der Präsident, der hat dann in dem Fall jetzt hier für die Verteidigung hier die anderen unter sich und kann dann dort Befehle geben. Und was mir dann immer klarer mitgeworden ist, ist, naja, wie ist denn das eigentlich, wenn wir in diese Gewaltenverteilung Technik mit reinnehmen? Ist es dann nicht vielleicht eher so, dass eigentlich die Leute, die die Technik gestalten, eine ziemlich große Kontrolle darüber haben, was gemacht wird und was nicht gemacht wird? Und deswegen ist das für uns als FSFE auch sehr wichtig, dass wir auch so eine neben der Gewaltenverteilung auch die technische Komponente mit berücksichtigen, dass wir auch eine technische Gewaltenverteilung brauchen. Und das ist auch so mitten ein Beginn von der freien Softwarebewegung, dass man die Kontrolle, die Macht über Software stärker verteilen wollte, dass das nicht nur so ist, dass einige Entwickler die Kontrolle darüber haben, was damit genau gemacht werden kann und was nicht, sondern dass das an alle Nutzerinnen und Nutzer auch mit dieser Möglichkeit gegeben wird, selbst dann auch wieder zu entwickeln. Die FSFE ganz kurz, wir sind 2001 gegründet worden als amerikanische Schwesterorganisation der amerikanischen FSF in den USA. Sind gemeinnütziger Verein in Deutschland registriert, europaweit aktiv. Unsere Mission ist, Menschen darin zu befähigen, selbstbestimmt Technik zu verwenden. Wir haben so vier Säulen, auf denen wir unsere Arbeit mit aufbauen. Einmal Öffentlichkeitsarbeit, die Policyarbeit, rechtliche Arbeit und technische Bereich. Und darauf basierend haben wir dann unsere verschiedenen Aktivitäten, die oft jetzt in ein bisschen Cluster auch mit zusammengefasst sind, auf die ich jetzt gleich mal noch mit eingehen werde. Wenn ich über freie Software spreche, dann meine ich Software, die für jeden Zweck verwendet werden kann, die weiter verbreitet werden kann, die verbessert werden kann und die jeder Mensch verstehen kann. Das sind diese vier Freiheiten, die jede freie Softwarelizenz einem erlaubt, einem gewährt, dass man diese ausführen kann. Warum ist das so? Die erste Freiheit, dass man die Software für jeden Zweck verwenden kann, stellt sicher, dass jeder Mensch für jeden Zweck die Software benutzen kann, ohne irgendeine Art von Aushandlung, ohne irgendeine Art von Erlaubnis einzuholen, letztlich auch nicht mal die Notwendigkeit, die Lizenz letztlich zu lesen. Man kann mit freier Software einfach alles machen, was man möchte. Natürlich muss man auch die Konsequenzen tragen, wenn man damit etwas macht, was jetzt vielleicht illegal ist, aber von der Softwarelizenz selbst gehen dort keinerlei Einschränkungen voraus. Das heißt, freie Software sollte immer diskriminierungsfrei dort auch sein. Weiterhin ist immer die Freiheit gegeben, dass man die Software verstehen kann, also dass man eine Analyse durchführen kann, was macht denn die Software genau, dass man davon lernen kann, dass man mit anderen Menschen in der Gesellschaft darüber diskutieren kann, was macht denn die Software, ist das gut, was die Software macht, und darüber Debatten haben kann und ein besseres Verständnis, was machen all diese Geräte, die um uns herum sind.
Weiterhin ist immer das Recht einem gegeben, dass man die Software verbessern kann oder verändern kann. Also das ist ja manchmal so ein bisschen auch fraglich. Für den einen ist es einfach nur eine Veränderung, für den anderen ist es vielleicht auch eine Verbesserung. Dass man die Software auf eigene Bedürfnisse anpassen kann. Als Bedürfnisse für mich als Einzelperson, Bedürfnisse für eine Organisation, für ein Unternehmen, aber eben auch für einen Staat. Dass man die Dinge so machen kann, wie man selbst die möchte und nicht so wie jemand anders, der die Software erstmals programmiert hat, das festgelegt hat. Damit stellen wir sicher, dass das auch, dass man sich und anderen dort helfen kann und auch weiterhin die Anpassung davon machen kann, dass man das die Software weiter erweitern kann, dass man die abändern kann, dass man Geräte, in denen die Software läuft, mit reparieren kann. Und weiterhin ist es immer erlaubt, dass man die Software weiter verbreiten kann, also dass man Lösungen, die man für sich selbst entwickelt hat, dann nachher auch andere davon profitieren können, dass sie das gleiche Problem auch damit lösen können. Ob man das macht, entgeltlich oder unentgeltlich, da komme ich gleich nochmal drauf, das spielt in dem Fall keine Rolle, aber man kann das immer mit weitergeben, ohne dass man nochmal eine Zustimmung dafür benötigt. Das ist das, was wir als FSFE als freie Software verstehen. Und das ist letztlich hier eine kurze Auflistung. Das ist von der Open Source Initiative, die Open Source Definition. Das sind das nochmal 10 Punkte statt den 4 Freiheiten mit dem Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern. Das läuft letztlich auf das Gleiche raus, was ich gerade eben schon erklärt habe, nur dass es eben mehr Punkte sind. Mir fällt das immer ein bisschen schwer, mir 10 Punkte zu merken. Deswegen ist es für mich immer einfacher mit dem Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern und das dann davon abzuleiten, was das dann konkret bedeutet. Also wenn Menschen dann von freier Software reden oder von Libre Software oder von Open Source oder FOSS oder FLOSS, das sind letztlich unterschiedliche Begriffe für die gleiche Sache. Das ist so ein bisschen wie manche Menschen das dort auf dem Bild ein Auto nennen. Andere Leute nennen das ein Kraftfahrzeug. Andere sagen, das ist ein Mini. Andere meinen, das ist ein BMW. Wieder andere sagen, das ist sind hunderte von Computern auf 4 Rädern. Ist alles das gleiche Objekt, letztlich die gleiche Sache. Also wenn ich hier von freier Software spreche, dann ist das, was die meisten Menschen auch unter Open Source Software verstehen. Freie Software ist immer auch Software, mit der man Geld verdienen darf. Das geht es nicht darum, dass die Software kostenlos zur Verfügung gestellt wird, sondern dass diese 4 Freiheiten, diese 4 Rechte einem gewährt werden. Das ist einer der Punkte, die sehr oft missverstanden werden. Deswegen möchte ich das hier einmal noch mal kurz erwähnen. Mit freier Software darf man Geld verdienen. Wir ermutigen viele Menschen, damit Geld zu verdienen und Geld dafür zu verlangen, wenn sie Software machen, die Probleme löst und man damit auch noch den Menschen mehr Kontrolle dann über die Software gibt, als ihnen Freiheiten wegzunehmen. Deswegen sind so Beispiele wie hier, wenn dann bei dem Download von der Software nochmal nach Geld gefragt wird oder in einem App Store eine freie Softwarelösung dann Geld kostet. Das ist alles, das ist trotzdem freie Software in dem Fall. Kann man immer machen und wir ermutigen auch alle Menschen, mehr Geld für Software auszugeben und Entwicklerinnen zu geben, die einem selbst wieder Rechte zurückgeben und diese Freiheiten geben, statt einen einzuschränken. Freie Software ist weiterhin kein Entwicklungsmodell. Bei freier Software kann man verschiedene Entwicklungsmodelle machen, also Entwicklungsmodelle gibt es ja sehr offene Entwicklungsmodelle und sehr geschlossene Entwicklungsmodelle. Das kann sein, dass eine Software eben entwickelt wird von einer Person alleine zu Hause im Keller und die Person redet mit niemandem sonst, die schreibt einfach die Software und verteilt die dann und möchte aber auch keine Rückmeldung dazu haben. Das kann aber auch sein, dass die Software von Hunderten oder Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt zusammen entwickelt wird, die sich austauschen, jeder Mensch kann mitmachen und das ist eben ein langes Spektrum. Und auf dem Spektrum bewegen sich auch viele freie Softwarelösungen. Das kann dann sein, dass eine Software, die unter einer freien Softwarelizenz steht und diese 4 Freiheiten gewährt, sehr offen entwickelt wird. Zum Beispiel der Linux-Kernel, viele hunderte von Menschen, die daran beteiligt sind. Das kann aber auch sein, dass
dass nur ein oder zwei Personen an der Software entwickeln und auch nicht besonders daran interessiert sind, dass da andere mitmachen. Genauso andersrum ist es so, es kann sein, dass mehrere Universitäten an einer Software entwickeln, die aber nur für akademische Zwecke verwendet werden kann, dadurch eine der Freiheiten eingeschränkt wird und es keine freie Software ist. Also relativ offenes Entwicklungsmodell, der Quellcode ist vielleicht auch verfügbar, aber es ist dann nachher keine freie Software. Und deswegen ist das immer das Softwaremodell, also ob das freie Software ist oder nicht oder welche Rechte einem dort gewährt werden, ist auf einer anderen Ebene wie was für ein Entwicklungsmodell ist das, von sehr geschlossen zu sehr offen, was teilweise auch über die Zeit hinweg unterschiedlich sein kann. Und dann eben das Geschäftsmodell mit dem Geldverdienen mit freier Software, wo man eben auch mit allen möglichen Dienstleistungen, allen möglichen Geschäftsmodellen Geld letztlich verdienen kann. Der einzige Unterschied zu proprietärer Software, von freier Software ist, dass man keine Lizenzkosten verlangen kann. Also diese drei Ebenen empfehlen wir immer dort zu unterscheiden, damit man das besser analysieren kann, von was man gerade spricht. Als FSFE arbeiten wir an mehreren großen Themen im Moment. Das eine ist das Thema Nachhaltigkeit und freie Software. Wie stellen wir das sicher, dass nicht so viele Geräte weggeworfen werden müssen, dass man Geräte wieder reparieren kann, dass wir nicht unnötig Ressourcen bei der Softwareentwicklung verschwenden. Eine Tätigkeit, die wir da gerade machen, ist, dass wir haben da einen Artikel dazu veröffentlicht mit den verschiedenen Positionen dazu und betreiben gerade eine Kampagne, die nennt sich Upcycling Android, bei der wir dabei helfen, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, wie man sein Mobiltelefon länger nutzen kann und dadurch Elektroschrott auch mit vermeiden kann. Mehr Informationen dazu findet ihr auch unter der URL, die dort ist. Das ist so ein Bereich. Dort veranstalten wir auch Workshops, wo wir dann Leuten so zeigen, wie kann man seine Telefone flashen, wie kann man da andere Software drauf installieren, damit da so ein bisschen die Angst davor verloren wird, so ein Gerät auch mal Änderungen auszuführen und nicht nur so zu nutzen, wie man das bekommen hat. Ein anderer Bereich ist die Geräteneutralität. Unter Geräteneutralität, so ganz kurz zusammengefasst, verstehen wir, dass man jede Software auf jedem Gerät aufspielen kann oder entfernen kann. Das ist so ein Bereich, der sich bei uns gerade noch im Moment gerade recht stark weiterentwickelt. Eine Kampagne, die wir dort schon länger mit zu haben, ist, wir arbeiten zu der Radio Equipment Directive. Die Radio Equipment Directive ist eine Regulierung auf EU-Ebene, die betrifft Wi-Fi-Router, Handys oder Embedded-Geräte, alle Geräte, die irgendeine Funkfunktionalität haben. Und das Problem ist, dass das im Moment die Änderung der Software auf diesen Geräten mit verhindert. Und dort arbeiten wir dann bei Konsultationen mit und bei Treffen zu dem Thema, haben dann auch ein Rechtsgutachten noch erstellen lassen, was das beschreibt, und arbeiten dort dann auf Mailinglisten mit technischen Experten zusammen, um eben dann diese technische Problematik wieder zu übersetzen, so dass Politiker und Politikerinnen das Thema verstehen können und sehen, was das für ein Problem ist, wenn letztlich solche Geräte nicht mehr geändert werden können und man dort keine andere Software aufspielen kann. Weiterhin sind wir sehr aktiv seit Jahren zur Routerfreiheit, also dass man selbst sein eigenes Gerät wählen kann, mit dem man in das Internet geht. Da hatten wir auf deutscher Ebene daran gearbeitet, dass das mit verankert worden ist, dass man dann ein eigenes Gerät wählen kann. Dann gab es eine europäische Richtlinie und da sind wir jetzt gerade dabei, in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Organisationen daran zu arbeiten, dass das dort möglichst so implementiert wird, dass die Menschen in der EU dann selbst die Geräte wählen können und auch freie Software-Router benutzen können, um ins Internet zu gehen und ihr eigenes Heimnetzwerk zu trennen von dem Internet. Das betrifft dann auch Dinge, dass wir verhindern oder daran immer arbeiten, wann werden bestimmte Unternehmen
unfaire Werbung für diese Unternehmen mitgemacht. Das hatten wir über mehrere Jahre an einem Beispiel mit bearbeitet. Das war unsere PDF Readers Kampagne. Da haben wir mehrere öffentliche Verwaltungen angeschrieben, die Werbung auf ihrer Webseite hatten für bestimmte PDF-Betrachter und gesagt haben, dass man diesen einen PDF-Betrachter braucht. Wir haben gesagt, das ist so ähnlich, wie wenn man auf der Autobahn fährt und dann ist da so ein Schild, was sagt, um auf diese Autobahn fahren zu können, benötigen Sie einen Toyota. Die kostenlose Probefahrt können Sie bei Ihrem Händler um die Ecke machen. Das stimmt nicht. Man kann auch mit anderen mit anderer Software diese Dateien öffnen und öffentliche Verwaltung sollte nicht Werbung machen für solche Unternehmen und für deren Geschäftsmodelle. Das war dann eine Aktivität, da die haben wir über mehrere Jahre mit gehabt, haben dann über 2000 öffentliche Verwaltungen in Europa angeschrieben. Letztlich haben über 50% von denen diese Werbung entfernt. Die deutsche Regierung hat später dann auch die Beispieltexte von unserer Kampagne empfohlen, dass man die auf der Webseite mit einbindet. Und ja, während der Kampagne sind auch noch ein paar andere positive Dinge passiert, wie dass die PDFium, also bei Chromium, die Software zum PDF-Betrachten mit als freie Software veröffentlicht worden ist. Hier links ist ein kurzes Beispiel, was lange Zeit unter hamburg.de/adobe mit verfügbar war, wo dann steht, hier es gibt viele Programme, um PDF zu lesen und zu schreiben. Die folgende Liste von PDF-Betrachtern ist anbieterunabhängig. All diese Programme sind freie Software, die die vier Freiheiten, das Nutzen, Untersuchen, Weitergeben und Verbessern respektieren. Das gibt Ihnen die Kontrolle über Ihren Rechner und hilft Ihnen, Ihre Privatsphäre zu schützen. Das war dort eine von denen. Aktivitäten, die wir gemacht haben, um dort auf solche Praktiken mit aufmerksam zu machen und die öffentliche Verwaltung dazu zu ermutigen, zu hinterfragen, was mache ich denn dort auf meiner Webseite und mache ich da vielleicht auch Werbung für bestimmte Geschäftsmodelle. Weiterhin etwas, was vielleicht mehreren Leuten hier schon bekannt ist, ist unser Kampagnen-Framework zu Public Money, Public Code. Dabei fordern wir, dass öffentlich finanzierte Software wieder unter einer freien Softwarelizenz veröffentlicht wird und eben diese vier Freiheiten gewährt, damit Verwaltungen untereinander besser miteinander arbeiten können, damit Unternehmen mit Verwaltung besser zusammenarbeiten können, sowie auch das Verwaltungshandeln gegenüber den Bürgern transparenter ist. Und dafür habe ich einmal ein ganz kurzes Video mitgebracht, was ich einmal hier kurz abspielen würde. Schau mal kurz, ob das funktioniert. So. Stell dir vor, unsere Infrastruktur heute genauso verwalten, wie sie ihre digitale Infrastruktur. Unsere Abgeordneten würden in einem angemieteten Gebäude arbeiten, in dem sie nicht für strengere Umweltgesetze stimmen dürften, weil der Vermieter, ein multinationales Unternehmen, diese Art von Abstimmung in seinem Gebäude verbietet. Auch die längst überfällige Erweiterung auf mehr als 500 Sitze erlaubt dieses Unternehmen nicht. Das heißt, einige Abgeordnete stehen draußen auf der Straße. Und ein paar Blocks weiter wird von einem anderen Unternehmen die gerade mal 6 Monate alte Sporthalle des Vorbesitzers abgerissen. Sinnloserweise wird sie, natürlich auf Kosten des Steuerzahlers, durch ein identisches Gebäude ersetzt. Mit der Begründung, die neue Halle bietet jetzt Streetball als ein neues Feature an. Dem Vermieter des Rathauses ist es derweil ziemlich egal, dass nachts durch eine versteckte Hintertür containerweise Dokumente mit vertraulichen Daten wie Bankdaten und Krankenakten entwendet werden. Und niemand darf etwas dagegen unternehmen, denn die Suche und das Schließen von Hintertüren würde leider gegen die unterschriebene Nutzungsvereinbarung verstoßen. Und so absurd das alles auch klingen mag, dieser Vergleich ist ziemlich passend in Bezug auf unsere digitale Infrastruktur. Also die Software und Programme, die unsere Regierung und Behörden täglich nutzen und teuer finanzieren. Denn unsere Verwaltungen beschaffen in erster Linie proprietäre Software. Das heißt, es wird viel Geld für Lizenzen ausgegeben, die nur für kurze Zeit gültig und deren Nutzungsrechte stark eingeschränkt sind. Das macht es unmöglich, die von uns bezahlte Infrastruktur sinnvoll und nachhaltig zu nutzen. Und weil der Quellcode von proprietärer Software normalerweise ein Geschäft
So. Kurz wieder auf die. Nee. Muss ich gerade schauen, wie ich wieder zurückkomme auf die. Auf die Präsentation. Seht ihr die Präsentation wieder? Nein. Wie mache ich das denn jetzt? Ah, hier, Stop Sharing. Okay. genau, das ist so kurz zusammengefasst, um was es dort bei Public Money, Public Code geht. Das ist, genau, schneller schaffe ich das nämlich nicht als in den 3 Minuten. Genau. Außerdem, was wir auch immer wieder mitarbeiten, ist, dass es einen fairen Wettbewerb gibt, dass freie Software genauso im Wettbewerb teilnehmen kann wie proprietäre Software. Ein Fall, in dem wir dort sehr lange mitbeteiligt waren, war der Fall, bei dem Microsoft von der Europäischen Kommission für schuldig befunden worden ist, wettbewerbswidrig zu handeln im Arbeitsplatz-Server-Bereich und Microsoft dann die Europäische Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt hat. Die haben wir, das Verfahren haben wir über 10 Jahre mit unterstützt, erst als Experten mit für die Europäische Kommission, um Rückmeldung mitzugeben, dann als Drittpartei bei der Europäischen Kommission. Und ja, das sind solche Arbeiten, die einen sehr langen Atem brauchen. Hier in dem Fall musste Microsoft am Ende 860 Millionen Euro bezahlen, hat aber in dem ganzen Verfahren, nachdem, wie wir da so gesehen hatten, über 3 Milliarden auch mit ausgegeben in anderen Abmachungen, dass dann auch viele von den Drittparteien letztlich ausgestiegen sind und wir eine der wenigen waren, die von Anfang bis Ende in dem Verfahren mit bei waren. Und das ist eben eine von den Dingen auch bei uns, so dass man oft einen sehr langen Atem haben muss bei den Themen, an denen wir arbeiten. In dem Fall halt über 10 Jahre mit viel Arbeitszeit und ja, doch auch relativ viel Gegenwind oft. Wir betreiben außerdem seit über 14 Jahren jetzt schon das rechtliche Netzwerk. Und das ist bei uns das Ziel war dort, dass wir rechtliche Experten zusammenbringen und das Verständnis für Rechtsfragen von freier Software mit vertiefen, Leute zusammenbringen, die sich da austauschen, voneinander lernen. Das sind mittlerweile über 400 Mitglieder weltweit in über 28 Ländern. Wir betreiben dann eine Mailingliste, in der Leute dann unter Chatham House Rules Diskussionen starten können und dort sehr offen miteinander sprechen können, was für Probleme sie haben in ihren Unternehmen und wie sie diese Probleme zum Beispiel auch beheben. Da veranstalten wir dann auch einmal im Jahr einen Workshop von dem Ganzen, so mit 100, 150 Teilnehmern jeweils. Weiterhin im rechtlichen Bereich bieten wir auch, haben wir jetzt eine Aktivität mit, das nennt sich reuse.software. Da ist die Idee, dass man Lizenzinformationen einfacher kenntlich machen soll, damit das besser verstanden werden kann von Menschen, aber auch von Maschinen dann in der Auswertung. Und das ist jetzt sehr einfach so mitgehalten, dass man die Lizenz auswählt und dann bereitstellt, dass man die Copyright- und Lizenzinformation in jeder Datei angibt und dann kann man diese Reuse-Compliance mit bestätigen. Die Information ist dort auf reuse.software. Das sind dann letztlich so 4 Bestandteile. Einmal so Best Practices, wo dann mit erklärt ist, wie man das einbinden kann. Dann gibt es Tutorials, die erklären, wie kann man das einfach machen. Wir haben ein Helper-Tool, das dabei hilft, dass Entwicklerinnen das dann in ihren Projekten mit einbinden können. Und es gibt dann auch noch so eine API, bei der man dann seine Repositories da einbinden kann und dann auch direkt sieht, ob das Reuse-compliant ist oder nicht. Das Ganze setzen wir auch zum Beispiel ein bei mehreren Projekten von Next Generation Internet. Dort sind wir mit beteiligt und die Projekte, die dort angenommen werden in den Projekten, in denen wir beteiligt sind, die bekommen dann von uns da Hilfe zu Rechts- und
rechtlichen Fragen von freien Software-Lizenzen. Wir helfen denen dann auch, diese Software-Reuse-Compliant zu machen, haben da mittlerweile schon über 150 Projekte überprüft und Rückmeldung gegeben. Und von denen, denen wir dort Hilfestellung gegeben haben, haben 32 dort auch schon diese Reuse-Guidelines implementiert. Außerhalb von dem Projekt sind dort zum Beispiel auch der Linux-Kernel ist auch dabei, Reuse-Compliant zu werden. Wir haben die KDE, das KDE-Framework ist Reuse-Compliant. Fast alle Repositories von SAP, soweit ich das gesehen hatte, sind mittlerweile Reuse-Compliant. Und seit kurzem ist jetzt auch Curl als eine von den Lösungen zum Beispiel, die das auch mit implementiert. In dem Bereich Rechtsfragen bieten wir außerdem auch grundlegendere Fortbildungen zu dem Thema mit an. Wir organisieren dort Tage, an denen wir so die Grundlagen von rechtlichen Themen zu freier Software mit für die Öffentlichkeit auch mit bereitstellen. Und wir sind auch Ansprechpartner mit zu Lizenzfragen, wo uns einfach Leute anschreiben können und fragen können, wenn sie dort Fragen haben zu solchen Themen, dass sie wo sie Probleme haben, um freie Software weiterzuentwickeln, wo wir dann mit unserem Team von Ehrenamtlichen dort helfen. Jetzt noch ein Bereich ist, bei dem wir jetzt nochmal verstärkt mit draufgehen, ist, wie bringen wir freie Software, wie bringen wir die Idee des Tüftelns, Basteln, Werkeln, Experimentieren, selber die Kontrolle über Technik haben, wie motivieren wir dort Jugendliche und Kinder dazu, das auch in ihre Hand zu nehmen. Eine Aktivität, die wir jetzt seit das erste Mal jetzt gerade laufen haben, ist Youth Hacking for Freedom. Das ist ein europaweiter Wettbewerb, Hacking-Wettbewerb, bei dem Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren freie Software schreiben können, irgendwelche Probleme lösen können, das Ganze dann eben unter einer freien Software-Lizenz veröffentlichen können und dann können sie verschiedene Preise gewinnen von 1024 Euro bis 4096 Euro und wir bringen die dann nachher letztlich auch zusammen in Brüssel bei einer Veranstaltung, dass die sich untereinander auch kennenlernen können, die dort in ganz Europa zusammen mit aktiv waren. Und letztes Jahr haben wir außerdem ein Märchen veröffentlicht, bei dem wir auch das dann auch schon so ab 6 Jahren ungefähr geeignet ist, indem wir erklären, warum ist der selbstbestimmte Umgang mit Software wichtig und das ganze Thema so ein bisschen einstiegsfreundlicher gestaltet haben. Das ist dann dieses Buch Ada und Zangemann, ein Märchen über Software, Skateboards und Himbeereis, was ich geschrieben hatte mit. Und ja, das ist mittlerweile im Moment gerade auf Deutsch verfügbar, seit heute auch auf Ukrainisch, was wir gerade an mehrere Organisationen, die mit geflüchteten Kindern arbeiten, verschenkt haben, damit die das dort weitergeben können. Sonst sind wir als FSFE einfach auf ganz vielen Veranstaltungen in Europa, informieren dort Leute über freie Software, über selbstbestimmten Umgang mit Technik, ob das bei IT-Veranstaltungen ist oder eben auch bei anderen Veranstaltungen jetzt vor ein paar Tagen, das vegane Festival in Wien zum Beispiel, um dort mit Leuten in Kontakt zu treten, die außerhalb der Technikblase jetzt auch unterwegs sind. Dafür haben wir dann auch mehrere Informationsmaterialien, die bei uns auch kostenlos auf der Webseite bestellt werden können. Auf fsfe.org/promo kann man sich dann von uns Sticker, Flugblätter und anderes Material auch bestellen. Und das ist alles da kostenlos zu bestellen. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, bei uns noch etwas Merchandise zu freien Software-Themen zu bestellen, was dann aber etwas kostet, genau. Außerdem arbeiten bei uns sehr viele ehrenamtliche Übersetzerinnen daran, die ganzen Informationen, die wir auf der Webseite zu freier Software zu verschiedenen Themen dort bereitstellen, dies zu übersetzen, damit Menschen in Europa möglichst in ihrer Muttersprache das Ganze lesen und besser verstehen können, um was geht es beim Thema freie Software. Jetzt wollte ich noch einmal ganz kurz das hier noch mal einmal zusammenfassen mit der freien Software. Da weg. Ich noch einmal kurz auf ein Video, auf ein Kurs dieses Mal. So. Seit 2001 stärkt als Free Software Foundation Europe
Menschen darin, Technik selbstbestimmt und frei zu nutzen. Anfangs noch ein Nischenthema, heute allgegenwärtig, denn die Digitalisierung erreicht immer mehr Bereiche der Menschen, Unternehmen, Organisationen und der öffentlichen Verwaltungen. Sie bestimmt zunehmend unser persönliches Umfeld und damit unsere gesamte Gesellschaft. Dadurch wird auch Software immer wichtiger. Intime Daten. So, ich hoffe, dass das für alle geklappt hat und hoffentlich nur eine Person ein Problem hatte, dass das Bild nicht zu sehen war. Ja, das ist nochmal so die kurze Zusammenfassung davon. Ansonsten möchte ich mich nochmal bedanken für die Einladung hier. Das ist ein Zitat, was mir früher mal ein Lehrer in mein Pussy-Album geschrieben hatte und was ich sehr mag. Deswegen möchte ich das hier auch einmal mitteilen. Dass viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Welt verändern. Deswegen meine Aufforderung an alle von euch, freut mich, wenn jede von euch auch einen kleinen Beitrag dort leistet, ein bisschen was an verschiedenen Stellen tut. Und auch wenn das manchmal so vielleicht auch so mit aussieht, als ob das wenig ist, was man da gerade tut, letztlich ist es die Summe von dem, was viele von uns eben machen, was dann die Welt zum Besseren mit verändert. Ja, vielen lieben Dank und ich freue mich noch auf Fragen, Ideen, um eure Input-Referate. Vielen lieben Dank für die Einladung.